Willkommen zur individuellen Haltungsanalyse. Heute sehen wir den Fall einer Patientin mit Schmerzen in der Leiste links und Schmerzen an der linken Gesäßhälfte, die dann entlang des Oberschenkels seitlich bis zum Knie ausstrahlen. Ich werde die Haltung der Patientin gründlich analysieren, um nach der Hauptursache zu suchen, die meiner Meinung nach diese Schmerzen verursacht. Danach werde ich meiner Patientin Übungen zeigen, um dieses Hauptproblem zu lösen. Ich bin Leonard Kollmann, Osteopath aus Südtirol und im Gegensatz zu den anderen Videos werde ich euch heute eine Methode beibringen, die ich in meiner Praxis verwende, um den Ursprung der Schmerzen meiner Patienten besser zu verstehen. Die sogenannte Analyse der Muskelketten. Ich möchte klar sagen, dass ich diese Methode nicht erfunden habe, sondern ich habe mich von Thomas Myers inspirieren lassen. Fangen wir also gleich mit den Beschwerden der Patientin an, die wie gesagt Schmerzen im linken Gesäß spürt, die seitlich entlang des Oberschenkels bis zum Knie ausstrahlen und hin und wieder spürt sie auch Schmerzen an der linken Leiste. Die Schmerzen treten auf, nachdem sie länger gelegen oder gesessen ist und dann aufstehen muss. Da sind die ersten Bewegungen schmerzhaft. Sobald sie sich etwas warm gelaufen hat, geht es ihr deutlich besser. Wir wissen also, dass mit der Bewegung der Schmerz nachlässt und das ist wichtig, denn dies bedeutet für mich, dass mit der Bewegung das Gewebe wieder mehr Elastizität bekommt und die Gelenke somit wieder mehr Freiheit haben. Und dadurch löst sich das Problem. Dies bestärkt meine Annahme, dass es sich hier um ein muskuläres Problem handelt und genau dies werden wir heute besser sehen. Beginnen wir jetzt mit den auffälligsten Beobachtungen. Sehen wir uns nun die Vorder- und Rückseite der Patientin an. Um Haltungsabweichungen besser zu erkennen, habe ich dieses Raster eingestellt. Auf der Rückseite verläuft die Mittellinie entlang der Achillessehne. Auf der Vorderseite verläuft die Linie in der Mitte des Knöchels. Je mehr die Patientin in einer Linie mit dem Raster ist, desto gerader ist sie und desto korrekter ist ihre Haltung. Um mich in meinen Erklärungen zu verstehen, konzentriert euch ständig auf das weiße Raster. Dies ist unser Bezugspunkt. Und hier sehen wir als erstes, dass sich das gesamte Gewicht der Patientin nach rechts verlagert. Und beginnen wir dort, wo dies am deutlichsten sichtbar ist, also am Kopf, an den Schultern und am Becken. Wir sehen, wie all diese Strukturen in Bezug auf das zentrale Raster stark nach rechts verschoben sind. Man sieht, wie der Kopf nach rechts aus dem Raster ragt. Dasselbe gilt für die rechte Schulter, die nach rechts viel weiter aus dem Raster abweicht. Auch an der rechten Gesäßhälfte kann man dies gut sehen, wie diese aus dem Raster eben hinausragt. Auf Höhe der Knie bemerken wir dasselbe, aber es ist weniger offensichtlich. Wir können es jedoch erkennen, wenn wir uns den rechten Oberschenkel anschauen. Auch dieser ragt rechts weiter aus dem Raster raus. Auch die Wade ragt rechts weiter raus, schaut dafür auf die Rückseite und zuletzt erkennt man dies auch am Fuß. Rechts ist er sichtbarer als links. Kommen wir zur seitlichen Ansicht. Hier habe ich eine senkrechte Linie gezeichnet, die vertikal in der Mitte des Knöchels verläuft. Als weiteren Referenzpunkt habe ich mich in korrigierter Haltung direkt hinter der Patientin platziert, damit ihr besser verstehen könnt, wo die Haltungsfehler liegen. Wenn man jetzt die beiden Bilder vergleicht, indem man die Linie, die senkrecht am Körper entlang verläuft, als Anhaltspunkt nimmt, sieht man, wie in meinem Falle die Linie durch die Mitte meines Körpers geht. Diese teilt also mehr oder weniger meinen Körper in eine vordere und in eine hintere Hälfte. Bei der Patientin hingegen sehen wir, dass die Linie nach hinten verschoben ist. Das heißt, der gesamte Körper der Patientin ist weiter nach vorne als die Linie. Es ist, als ob zwei Drittel des Körpers der Patientin vor der Linie stünden und ein Drittel zurückgelassen würde. Beginnen wir von unten. Wir sehen, wie sowohl auf dem Foto der Patientin als auch auf meinem die Linie vom Außenknöchel aufsteigt und schon hier bemerken wir, wie bei mir die weiße Linie in der Mitte des Knies verläuft, während im Falle der Patientin diese hinter dem Knie steht.
Somit ist das Knie der Patientin nach vorne verschoben. Weiter oben sehen wir dasselbe am Oberschenkel. Dieser steht weiter vor der weißen Linie. Auch das Becken liegt weiter nach vorne und dasselbe gilt auch für den gesamten Rumpf, der auch zu weit nach vorne sich befindet. Klarerweise verstärkt die Brust bei den Frauen diesen Effekt noch mehr. Wenn wir weiter oben schauen, sehen wir stattdessen, dass die Schulter wieder korrekt mit der weißen Linie übereinstimmt. Tatsächlich sehen wir, dass die Linie mehr oder weniger in der Mitte der Schulter verläuft, wie auf meinem Foto. Die nächste Station, die wir untersuchen, ist die des Halses. Dieser wird hier vom Hemdkragen der Patientin etwas verdeckt. Man erkennt aber trotzdem, wie der Hals und der Kopf ebenfalls vor der weißen Linie sich befinden. Schauen wir uns jetzt die Ursachen an, die zu dieser Haltung geführt haben. Also, warum neigt die Patientin mit ihrem ganzen Körper nach rechts? Wir sehen, wie auf Höhe der Füße beide Fußgewölbe auf der Innenseite tendenziell abgeflacht sind. Dies erzeugt eine Innenrotation der Knie, also eine leichte X-Form der Beinachse. Vor allem das rechte Knie fällt weiter nach innen. Das heißt, es entstehen zwei Probleme. Eine Folge ist die Neigung des gesamten Körpers nach rechts. Das ganze Gewicht wird hauptsächlich nach rechts verschoben. Und die zweite Folge, es entsteht eine Rotation des gesamten Beckens und auch des Rumpfes nach links. Diese Drehung nach links erkennen wir zum Beispiel, wenn wir einen Blick auf die Arme werfen. Im seitlichen Bild sehen wir, wie der linke Arm hinter dem Raster steht, der rechte Arm dagegen liegt nach vorne. Dies ist auf diese Drehung zurückzuführen. Warum neigt die Patientin mit ihrem Körper so stark nach vorne? Die Ursache dafür ist eine übertriebene Verkürzung, auch konzentrische Kontraktion genannt, und zwar der hinteren Muskelkette, die von der Fußsohle bis zu den Schultern reicht. Diese Kette ist viel zu kurz. Die Spannung kann man sich wie das Seil eines gespannten Bogens vorstellen. Je stärker dieses Seil gespannt ist, desto mehr wird der Bogen nach vorne geschoben. In diesem Falle ist der Bogen unser Körper. Und diese verkürzte hintere Kette drückt die Lendenwirbelsäule, das Becken und die Oberschenkel nach vorne, während die beiden Enden des Seiles, also die Schultern und die Füße, nach hinten gehalten werden. Zusammenfassend, um diese Dinge, die wir gesehen haben, besser zu veranschaulichen, sehen wir hier nochmal die drei Fehlstellungen übertrieben dargestellt. Hier sehen wir die starke Neigung nach rechts des gesamten Körpers. Hier hingegen sehen wir die Rotation nach links. Und zuletzt diese Neigung nach vorne des gesamten Körpers. Wenn man die drei Fehlstellungen zusammenführt, sieht das dann in etwa so aus. Die Folgen dieser Haltung. Warum hat die Patientin Schmerzen? Der Schmerz entsteht, weil die Patientin sich ständig in einer Position wie ein gespannter Bogen befindet. Dies führt zu einem starken Zug, eine sogenannte exzentrische Kontraktion der gesamten vorderen Faszie. In diesem Falle die tiefe vordere Faszie oder Muskelkette. Besonders auf der Höhe des Beckens, also im Bereich der Leiste, wo die Spannung am größten ist, genau wie bei einem Bogen, wo der zentrale Punkt am stärksten unter Zug steht, entstehen die Schmerzen. Der Muskel, der am meisten leidet, ist der Iliopsoas. Hinzu kommt, dass der Körper nach rechts neigt und nach links gedreht ist. Dies verstärkt nochmal mehr den Zug am linken Iliopsoas, also ist es normal, dass hier die Schmerzen stärker sind. Die Tatsache, dass die Patientin nach rechts geneigt ist, überlastet auch eine andere Struktur, und zwar die linke seitliche Muskelkette. Auch diese befindet sich unter exzentrischer Spannung, das heißt, sie übt ständig eine bremsende Wirkung aus, denn sie muss verhindern, dass der Körper noch mehr nach rechts fällt. Und diese ständige Arbeit führt zur Überbelastung und zum Schmerz, hier im Bereich der linken Gesäßhälfte und mit Ausstrahlungen bis zum Knie.
Unser Ziel wird es daher sein, erstens die Spannung der tiefen vorderen Kette im Allgemeinen, aber vor allem auf der linken Seite zu reduzieren. Zweitens die Spannung der linken seitlichen Muskelkette zu verringern. Kommen wir zu den grundlegenden Übungen, um diese Schmerzen loszuwerden. Zunächst müssen wir unbedingt die Stellung der Füße verbessern, sonst haben wir keine Chance, die Haltung signifikant zu verbessern. Und zwar die Belastung der Außenkanten der Füße. Diese Übung ist ideal für Plattfüße oder auch Knicksenkfüße. Das Problem ist, dass in beiden Fällen das Gewicht viel zu sehr auf die Innenseiten des Fußes abgewälzt wird und dadurch natürlich entstehen Fehlbelastungen. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, das Gewicht mehr auf die Außenkanten abzusetzen. Und wie machen wir das? Ganz einfach, indem wir tagsüber, wenn wir in unseren Schuhen stecken, einfach nur das Gewicht etwas auf die Außenseiten verlagern. Das bedeutet, von außen sieht man natürlich gar nichts, aber im Schuh kann ich wirklich das Gewicht bewusst von der Innenseite auf die Außenseite etwas bringen. Es ist dann nicht so was ganz Extremes, aber ich hebe trotzdem wirklich einen Zentimeter, eineinhalb Zentimeter hier die Innenseite des Fußes vom Boden ab. Das heißt, ich bin nicht mehr so, sondern als wäre hier ein Seil und ich ziehe es nach oben und wirklich stell mir jetzt vor, dass ich, wenn ich vorhin 80% hier auf der Innenseite das Gewicht abgesetzt habe, will ich hier jetzt 50% oder auch etwas mehr auf der Außenseite bringen. Und dann versucht ihr wirklich das Ganze tagsüber so oft wie möglich durchzuführen, um die Fußstellung langsam wieder etwas auszugleichen. Zweiter Punkt, wir müssen die hintere Muskelkette dehnen. Dazu führen wir zwei Übungen durch. Sehen wir uns jetzt die erste an, zur Dehnung der Beinbeuger. Für diese Muskulatur streckt ihr beide Beine aus und zieht die Zehenspitzen etwas zu euch und versucht wirklich eben schön hier mit die Knie auf den Boden nach unten zu drücken und könnt dann nach vorne greifen. Falls dies zu schwierig ist, weil ihr zu verkürzt seid, gar nicht nach unten kommt, da könnt ihr euch eventuell noch ein, zwei Pölster unterm Gesäß legen, damit ihr mit dem Gesäß höher seid und da wird es euch leichter fallen, etwas weiter nach vorne zu gehen. Wenn ihr nicht zu den Zehenspitzen nach unten kommt, überhaupt kein Problem, dann haltet einfach, legt die Arme einfach hier auf euer Unterschenkel oder Oberschenkel ab. Wichtig ist, dass es hinten im Bereich des Knies zieht. Kommen wir zur zweiten Übung, um die hintere Kette zu dehnen, aber dieses Mal geht es um die Wade. So, für diese Übung brauchen wir eine kleine Stufe bzw. eventuell eine Erhöhung von einigen Zentimetern. Wir werden jetzt mit dem Vorfuß hier Kontakt mit der Stufe aufnehmen. Ich würde euch, wie gesagt, raten, eventuell Schuhe anzuziehen. Und jetzt werden wir erstmal die Fersen nach unten fallen lassen und wirklich die Knie, die bleiben durchgestreckt. Also hier seid ihr schön durchgestreckt und da macht ihr jetzt nichts weiteres, als diese Position zu halten. Ihr solltet jetzt einen Zug im Bereich der Wade spüren. Falls dies zu schwach sein soll, das heißt die Spannung ist relativ gering, da könnt ihr auch einen Fuß von der Stufe absetzen und einfach nur, da habt ihr das doppelte Gewicht jetzt auf den rechten Fuß in meinem Falle und natürlicherweise wird es jetzt auch mehr hier im Bereich der Wade ziehen und da bleibt ihr. Natürlicherweise werden wir das Ganze auch auf der linken Seite dann durchführen. Ich würde euch immer raten, wartet generell so lange ab, bis wirklich der Zug hier hinten langsam abnimmt und das dauert circa 1 bis 2 Minuten. Kann auch länger dauern, je nachdem wie verkürzt die Wade ist, aber ich würde euch raten, versucht
diese 1-2 Minuten zu halten und wiederholt das Ganze 2-3 Mal täglich. Die dritte wichtige Übung wird sein, die tiefe vordere Muskelkette zu verkürzen und dafür müssen wir sie stärken. Somit schieben wir den Schwerpunkt des Gewichts von der Vorderseite wieder zurück nach hinten und somit in Linie mit dem Rest des Körpers. Dafür eignet sich folgende Übung gut. So, um diese Muskeln zu stärken, werden wir jetzt die Plank-Übung durchführen und zwar einfach hier. Das wäre die Endposition, was da wichtig ist, sehr, sehr wichtig, sonst ist es besser, die Übung auszulassen. Hier im Bereich der Lendenwirbelsäule sollte man immer einen Buckel formen und dafür eben könnt ihr einfach nur euch vorstellen, wie ihr im Bereich des Bauchnabels, also den Bauchnabel fest nach innen zieht und hier, wie gesagt, wirklich diesen Buckel bildet. Und dann aus dieser Position aus verändert sich im Bereich der Wirbelsäule gar nichts. Da bleibt ihr, solange ihr die Übung eben durchführt, bleibt ihr in dieser Position. Und da könnt ihr dann die Knie heben und in dieser Position eben bleiben. Das Ziel sollte sein, dass man ungefähr auf eine Minute, auch eben alles, was darüber ist, ist natürlich besser, dass man aber eine Minute lang diese Position halten kann. Und da könnt ihr auch noch zusätzlich danach eventuell einen Fuß heben, auch wirklich nur 1-2 Zentimeter. Aber in diesem Bereich sollte sich eben nichts ändern. Das heißt, wenn ich jetzt den Fuß hebe, da muss ich trotzdem noch hier stabil bleiben. Versucht, wie gesagt, diese Übung mindestens so oft durchzuführen, bis ihr eben eine Minute am Stück diese Position halten könnt. Und wenn es anfangs zu schwierig ist, da könnt ihr auch anfangs nur auf den Knien so bleiben, könnt einfach eventuell die Ellbogen noch etwas nach vorne bringen, dann ist es trotzdem etwas, da spürt man trotzdem, dass man im Bereich der Bauchmuskeln und da hinten eben im Bereich des Rückens arbeiten muss, aber eben ist nicht so streng wie natürlich, wenn wir eben die Knie heben. Ändern tut sich gar nichts. Es gelten genau dieselben Prinzipien, die ich eben vorhin erklärt habe. Schmerzen sollten bei dieser Übung keine entstehen. Falls doch, schaut nochmal genauer hin, ob ihr wirklich die Übung so sauber eben macht, wie ich euch eben erklärt habe. Denn wenn diese nicht so durchgeführt wird, aber genauso, wie ich es eben erklärt habe, dann können Schmerzen entstehen und da ist es besser, diese Übung auszulassen. Also Schmerzen sollten bitte keinen entstehen. Ich rate meiner Patientin, diese Übungen jeden Tag 3-mal zu wiederholen, die Dehnungsübungen jedes Mal so lange halten, bis die Spannung nachlässt. Es gibt keine Minutenbegrenzung, sondern je mehr, desto besser. Bei den Kräftigungsübungen empfehle ich, die Position bis zur Erschöpfung zu halten. Dabei natürlich bitte immer die Haltung überprüfen. Die richtige Stellung des Fußes sollte täglich so oft wie möglich trainiert werden, bis diese zum Automatismus geworden ist. Wenn ihr daran interessiert seid, eine kostenlose individuelle Analyse, wie ihr sie in diesem Video gesehen habt, zu erhalten, findet ihr den Link in der Beschreibung. Dabei könnt ihr die Datei herunterladen, genau ausfüllen und an mich senden. Mit etwas Geduld wird euer Fall im nächsten Video genau analysiert. Natürlich wird, wie im Fall dieser Patientin, die wir gerade gesehen haben, das Gesicht verdeckt und euer Name wird nicht preisgegeben. Ansonsten, für all diejenigen, die auf die Analyse nicht zu lange warten wollen, mit dem einmaligen Kauf der Physio-Kollmann-App ist die personalisierte Analyse enthalten und ihr erhaltet diese in einigen Tagen. Vielen Dank, das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video.